Ja, guten Morgen und willkommen hier im großen Saal 1 in der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Christian Rako, ich bin Redakteur von nachtkritik.de und ich begrüße Sie zum Panel Echtzeitinstallation Das Drama in sozialen Medien und sein theatraler Abdruck. Es hat eine schöne Tradition bei Theater und Netz, dass wir uns um Kunstformen kümmern, die im weitesten Sinne so als interaktive Kunstform beschrieben werden. Und da dachte man so früher, das ist so ein bisschen eine Nische, vielleicht wirklich für Leute, wie jetzt Hitzler sagte, mit juveniler Grunddisposition, ja, mit juveniler Mentaldisposition, also Menschen, die sich um das Erlebnisthema Spielen herumscharren und dann irgendwo in den Studiobühnen da ihr Ding machen. Und wir hatten eigentlich von Anbeginn von Theater und Netz an den Glauben, dass das, was dort bezweckt wird, nämlich eine andere Form der Beziehung zwischen Zuschauer und Spieler auf der Bühne herzustellen, dass das möglicherweise Konsequenzen auch für die Theaterkunst im Ganzen hat und für die Entwicklung der Theaterkunst, also mitnichten nur ein Nischenphänomen ist. Und deswegen suchen wir jedes Jahr so Projekte, die uns in diesem Bereich unterkommen, die wir exemplarisch finden oder die uns auf irgendeine Weise inspiriert haben. In diesem Jahr sind wir da qua Berichterstattung von Nachtkritik draufgekommen, die Seestadtsaga vom Schauspielhaus Wien nochmal genauer anzuschauen. Und eine neue immersive Theatergruppe, The Agency, mit ihrem Projekt Perfect Romance. Ich begrüße hier oben als Mitstreiterin auf diesem Panel zunächst Rahel Spörer von The Agency. Sie wurde ausgebildet an der Uni Wittenherdecke, also im Ruhrgebiet, dort, wo die guten Technikmenschen herkommen. Sie ist 2015 Gründerin von The Agency geworden, zusammen mit ihren Mitstreiterinnen Magdalena Emmerich, Bell Santos und Jana Tönnes. Bei der letzten Auflage von 100 Grad hier, dem Hau-Festival, gewann sie einen Preis für ein erstes immersives Projekt. Sie ging dann zu Freischwimmer, in dem Kontext haben sie Leif Rand kennengelernt, werden wir vielleicht heute noch hören. Und jetzt haben sie gemeinsam mit dem Autor Leif Rand an Perfect Romance, an den Münchner Kammerspielen gearbeitet. Die Arbeit wird auch auf jeden Fall noch am FFT Düsseldorf zu sehen sein. Höchstwahrscheinlich kommt sie auch nach Berlin an die Sophienseele. Ich begrüße Leif Rand, Schriftsteller, ausgebildet in London, Gießen und im Studiengang Kreatives Schreiben an der Uni Hildesheim. Er debütierte 2009 mit dem Roman Leuchtspielhaus. Er wurde dann spätestens 2011 wahrscheinlich mit Schimmernder Dunst über Colby County sozusagen einer der prägenden Stimmen der Gegenwartsliteratur. Legte 2015 Roman Planet Magnon vor, der selbst auch in diesem Zusammentreffen der Künstlerin von The Agency und Leif Rand eine Rolle spielte. Darüber haben die sich kennengelernt, über diese gemeinsame, über das Interesse an so Wohlstandsdystopien oder so Hypertrophenwelten. Und ich begrüße Thomas Schweigen, künstlerischer Leiter des Schauspielhauses Wien, Regisseur, ausgebildeter Schauspieler, studierte Schauspiel in Wien, studierte Regie in Zürich. War dann lange Jahre in der freien Theaterszene aktiv als Gründer des Theaterkollektivs Faraday Cage. Er war ab 2012 Leiter oder Co-Leiter der Schauspielsparte, das war eine kollektive Leitung am Theater Basel und wurde 2015 künstlerischer Leiter am Schauspielhaus Wien. Und in dieser Saison hat das Schauspielhaus Wien eine, wie sie es selbst nennen, erste begehbare Social-Media-Serie initiiert, die sich über mehrere Wochen hinzog, und das ist eben die Seestadtsaga. Und ich denke, damit wir so eine Grundlage haben in die allgemeineren Fragen der immersiven Kunst, der Adaption von sozialmedialer Kommunikation in den Theaterraum hinein, damit wir diese Grundlage uns schaffen, haben uns gedacht, wir stellen erstmal die Projekte vor. Das heißt, Thomas Schweigen spricht zum ersten Schritt über die Seestadtsaga. Wir gehen dann zu Perfect Romance von der Agency und versuchen dann, uns von den Projekten zu lösen und in allgemeinere Fragestellungen der interaktiven Theaterkunst heute zu kommen. Ja, gerne. Ich versuche es in wenigen Sätzen zu machen. Die Seestadtsaga hat als Ausgangspunkt eigentlich die Überlegung, dass wir ein Projekt machen wollten, das sich mit Phänomenen von Social Media beschäftigt. So Stichpunkte vielleicht, Fake News, Filterblasen und so weiter. Und wir relativ schnell auf die Idee kamen, dass wir das sozusagen auch mit den Mitteln der sozialen Medien abbilden wollen. Das heißt, die sozialen Medien nutzen als Storytelling-Medium sozusagen, um diese Geschichte zu erzählen. Dadurch, dass das alles ein relativ komplexes Thema ist, war es auch klar, dass es nicht an sozusagen einem Theaterabend stattfinden kann, sondern sich eigentlich über eine ganze Spielzeit
ziehen sollte. Und dadurch haben wir sozusagen das Konzept entwickelt einer Serie, einer Social-Media-Serie in Echtzeit, die auch begehbar ist. Dazu muss man vielleicht ein paar Sachen sagen. Es gab sozusagen eine gescriptete Story, wo es später sozusagen auch noch ein Writers Room dazu kam, der sozusagen diese Serie dann eigentlich geschrieben hat. Der Zuschauer oder der Rezipient kann sich sozusagen mit den fiktiven Figuren verbinden auf diesen bekannten Facebook, Instagram, Twitter waren es bei uns vor allem. Profilen und dadurch die Geschichte mitbekommen, also rezipieren. Es gab zwei Staffeln. Es gibt sozusagen noch einen dritten Teil, der findet jetzt tatsächlich im Theaterraum statt, in Bälde. Am Samstag ist Premiere. Diese Staffeln waren sozusagen konzipiert für 4 Wochen, also 25 Tage. Und diese Figuren haben sozusagen in Echtzeit ihre Postings abgesetzt, Videoclips, teilweise Fotos, Texte und so weiter. Das war also sozusagen unser Erzählmedium. Und begehbar deswegen, weil wir es verknüpfen wollten sozusagen mit Events, wo man Figuren anrufen kann, Figuren besuchen kann. Es gab zum Beispiel einen jungen Politiker, der eine fiktive Liste gegründet hat. Man konnte zu dieser Gründungsveranstaltung, zu politischen Stammtischen und so weiter, die wurden auch sozusagen über die sozialen Medien kommuniziert. Damit das sozusagen alles ein bisschen einfacher ist, könnte man vielleicht, wenn das jetzt technisch klappt, ich nur kurz so die Website zeigen. Es gab sozusagen eine Website, wo diese ganzen Posts redaktionell. Die Musik gehört nicht dazu, aber die ist nett. Wo sozusagen redaktionell, also man sieht jetzt, ich scroll da jetzt einfach durch, das ist so ein Bildschirmvideo, diese Posts sozusagen alle auf dieser Website zusammenkamen. Das heißt, man musste sich nicht mit den Figuren verlinken, die sind aber sozusagen schon redaktionell ausgewählt. Also es sind eigentlich nur Posts, die sozusagen für das Folgen der Geschichte wichtig sind. Wenn man sich mit den einzelnen Figuren dann wirklich verlinkt oder befreundet hat, hat man sozusagen noch weit mehr Posts sehen können. Und damit es sozusagen nochmal einfacher wird, gab es sozusagen jede Woche am Sonntag ein Recap-Video, also sozusagen so ein, was bisher geschah, wo sozusagen filmisch aufbereitet wurde, was in der Woche passiert ist, um sozusagen erstens später einsteigen zu können und um auch nochmal, weil die Geschichte doch recht komplex war oder immer noch ist, verfolgen zu können. Seestadtsaga deswegen, da muss ich vielleicht noch zwei Sätze dazu sagen, ich stoppe das jetzt mal, sonst wird man ganz schwindelig. Die Seestadt ist in Wien ist eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Europas. Eine Satellitenstadt, die komplett am Reißbrett entworfen wurde. Es leben im Moment, glaube ich, über 8000 Menschen dort, sollen 22.000 werden mit 10.000 Arbeitsplätzen. Und das, was sie sozusagen besonders macht, ist Smart City, ist sozusagen so ein Schlagwort, das über allem steht, ist ein rot-grünes Stadtentwicklungsvorzeigeprojekt. Die Menschen, die dort leben, kommunizieren auch vor allem über genau solche Social-Media-Plattformen, über Communities und so weiter. Deswegen war das sozusagen auch nochmal spannend, das als Hauptspielort dieser fiktiven Geschichte zu wählen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch Zeit habe. Ich kann ja gleich mal reinfragen. Also eine Nachfrage, um es so kurz zu schildern. Es gibt in dieser Saga, die in zwei Staffeln eben lief, die zweite Staffel wurde dann abgebrochen, gibt es so zwei Plotlinien. Also zum einen einen Mystery-Plot, in dem es um eine ominöse Frau in Weiß, die verschwunden ist. Man weiß nicht recht, welchen Status hat die in der Seestadt, geht. Und es gibt einen zweiten Plot um diesen Jungpolitiker und die Liste, die er gründet, die erstmal so basisdemokratisch beginnt und dann sich so langsam nach rechts bewegt. Also das sind so die groben Plotlinien, die ihr über diese verschiedenen Postings der Figuren entwickelt habt. Jetzt wäre meine Frage, wie viel von diesem Plot habt ihr, du bist Co-Autor zusammen mit Bernhard Studler, muss man sagen, wie viel von diesem Plot habt ihr im Vorfeld geskriptet und wo gab es Offenheiten, wo euer Skript dann plötzlich durch das Feedback der Menschen, die eben auftauchten in eurer Installation, verändert wurde? Also sozusagen der Hauptplot war von Anfang an geskriptet, inklusive dem Abbruch der zweiten Staffel, wo wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen können.
weil wir schon von Anfang an wussten, dass es sozusagen einen dritten Teil geben soll, eben der im Theater landet und der sozusagen verknüpft ist mit den ersten beiden Staffeln. Das heißt, es sind in den ersten beiden Staffeln Dinge passiert, du hast schon angedeutet, also auf so einer Mystery-Ebene, um sozusagen, es gibt Figuren, die sozusagen in so, aus so einer digitalen Blase sozusagen in die Realität reisen, könnte man jetzt sagen, verkürzt, verknappt. Das heißt, es gibt sozusagen bestimmte Plotlinien, die sich jetzt erst einlösen im dritten Teil. Also es war sozusagen von Anfang an auf diese Teile angelegt. Das heißt, es musste natürlich gescriptet werden. Die Autoren und Autorinnen im Writers Room haben dann sozusagen sich um einzelne Figuren gekümmert, die sozusagen grob vorentworfen haben. Wir haben das sozusagen im Writers Room dann weiterentwickelt. Und die einzelnen Posts haben dann sozusagen auch die Autorinnen und Autorinnen geschrieben. Aber in so täglichen Redaktionssitzungen haben wir das immer genannt, weil es war tatsächlich so, dass man sich einfach so 2-3 Stunden pro Tag, während das auch lief, immer getroffen hat und sozusagen die nächsten Posts entwickelt hat, umgeschrieben hat, wie auch immer. Und dadurch konnte man auch auf Live-Erlebnisse sozusagen, also es gab so einen Rückkopplungseffekt, auf den man reagieren konnte. Und es ist tatsächlich so passiert, dass auch Figuren, die anfangs gar nicht so groß angedacht waren, dann einfach plötzlich größer wurden und sich so kleine Nebenstränge noch ergeben haben. Aber so die groben Plotpoints waren von Anfang an klar. Wie weit waren diese theatralen Events, die ihr gebaut habt, fix im Zeitplan oder wie weit waren die auch variabel? Es gab einen Stammtisch zum Beispiel, ich denke mal, der hatte eine fixe Zeit, aber es gab ja auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel diesen Marketingmenschen zu treffen oder Versicherungsagenten. Wart ihr da sehr flexibel in der Gestaltung, wie ihr diese theatralen Events ermöglicht? Sehr unterschiedlich. Also diese Events waren teilweise die größeren, also wie zum Beispiel die Gründungsveranstaltung, die war schon relativ früh auch klar, dass sozusagen es eine Veranstaltung gibt, bei der diese Partei oder diese Liste gegründet werden sollte. Das waren so eher diese größeren Events. Und dann gab es sehr viele kleine, wie zum Beispiel auch eine Figur, die gesagt hat, hab heute Abend nichts vor, wer kommt zu mir Video gucken. Da sind dann auch natürlich andere Sachen passiert, da reicht nur das bloße Video gucken, aber die haben wir auch sehr kurzfristig sozusagen erst auch natürlich über die sozialen Medien, also über Facebook-Einladungen und so weiter, Veranstaltungen gepostet. Den Versicherungsmakler konnte man einfach anrufen und sich mit dem einen Termin abmachen, so wie das im echten Leben auch ist. Und so haben wir versucht, eigentlich möglichst realitätsgetreu, also auch in der Taktung der Posts, wie die geschrieben sind, wer welches Medium verwendet, wer welche Fotos macht und sozusagen damit was über die Figuren mitzuerzählen. Okay, dann würde ich gern erstmal Perfect Romance anschauen, bevor wir dann ins gemischte Gespräch gehen. Genau, also ich stelle kurz unsere Arbeit Perfect Romance vor. Ich sage ganz kurz was vielleicht zu dem thematischen Ausgangspunkt dieser immersiven, installativen Arbeit, die wir an den Münchner Kammerspielen am Valentinstag diesen Jahres gezeigt haben. Ausgangspunkt für die Arbeit war durchaus die Frage danach, was sind eigentlich die Settings, die Dramaturgien, die Skripte romantischer Liebe, mit denen wir vielleicht aufgewachsen sind, wie sind wir geprägt durch Disney-Filme, durch Werbung, durch Popsongs, kulturelle Artefakte, wie prägt das unser Begehren eigentlich von klein auf? Kann man diese Skripte finden und beschreiben oder umschreiben? Das Zweite war für uns eigentlich die Frage, inwieweit sind diese Skripte der romantischen Liebe immer schon kapitalisiert oder verkoppelt oder funktionieren in kapitalistischen Logiken. Und das Dritte war durchaus auch, wie restrukturiert sich das heute durch Dating-Plattformen wie zum Beispiel Tinder oder wie Parship? Wie funktionieren eigentlich diese Plattformen? Wie machen diese Plattformen eigentlich auch auf eine Kontingenz der Wahl? Und inwiefern deckt man aber, so sehr man vielleicht auch versucht, diese doch sehr klassisch romantischen Bilder zu dekonstruieren, inwiefern steckt man aber doch noch in diesen sehr klassischen Sehnsüchte, die man vielleicht aus den Disney-Filmen der Kindheit irgendwie kennt. Und das Ganze haben wir versucht zu fassen, indem wir die Perfect Romance Corporation gegründet haben. Und das, was man hier sieht, ist eben die Homepage der Perfect Romance Corporation. Und diese Corporation, das ist ein Unternehmen, das romantische Liebe als Dienstleistung anbietet.
Genau, ich gehe einfach mal so ein bisschen durch die Seite, wenn ich das mit diesem Rechner hier schaffe. Also man sieht auf der Homepage die Dienstleistung als Kundin oder als Kunde, was eben dann die Theaterzuschauer, Theaterzuschauerinnen sind, kann man in eine der doch vielfältigen Perfect Romance Club-Filialen gehen. Hier sieht man, wo es diese Club-Filialen überall gibt. Und kann dort in einem dieser Clubs eben die Highlights auf der Timeline der romantischen Liebe erfahren. Man trifft dort auf sogenannte Lovers. Die Lovers sind ausgebildet darin, wirklich die perfekten... Ups, es ist einfach ein bisschen langsam. Hier sind die Lovers. Die perfekten romantischen Experiences zu generieren und die Kunden und Kundinnen in Simulation quasi das perfekte romantische Ereignis anzubieten. So, das sind die Services oder das ist die Dienstleistung der Perfect Romance Corporation. Und das Narrativ dieser Corporation wird eben auf dieser Homepage quasi ausgebreitet und an die Ränder eigentlich des Theaters gebracht und verstärkt quasi die Fiktion, die wir aufgebaut haben. Ich würde ganz kurz in die Dokumentation gehen, dass man so einen Eindruck bekommt, wie dieser Abend in München dann abgelaufen ist. Was vielleicht wichtig ist, dass dieser Abend in München mit der Setzung gearbeitet hat, dass Perfect Romance Corporation einen Pop-Up-Store an den Münchner Kammerspielen eröffnet am Valentinstag, um zu schauen, ob es quasi eine Nachfrage für die Dienstleistung der Perfect Romance Corporation in München gibt. Das heißt, das war quasi die Setzung, mit der die Zuschauerinnen und Zuschauer der Münchner Kammerspiele in die Kammer 2 gekommen sind, potenzielle Kunden und Kundinnen dieser Corporation zu werden. So, ich zeige einmal ganz kurz die Einlasssituation. Welchen genau? Ah, ja. Hey, darling, welcome back. Hey, princess. Welcome to Perfect Romance Corporation. May I introduce you to your lovers of the night? This is a Perfect Romance script starring Lula Pachefortune, one of our most beloved lovers. Was man hier einfach ganz gut sehen kann, ist quasi die Situation des immersiven Settings. Die Zuschauerinnen und Zuschauer betreten eben, also es gibt keine Trennung von Bühne und Zuschauerraum, sondern die Zuschauer und Zuschauerinnen sind als Kunden in dem Setting umgeben von den Lovers der Corporation. Genau, und innerhalb dieser Corporation gibt es quasi verschiedene Spielmodi, die ich gerne kurz zeigen würde, weil es sind verschiedene Arten und Weisen, wie man sich als Kunde oder Kundin darin aufhalten kann. Und das eine ist, dass man einfach einer Love Story folgen kann, ziemlich handlungsentlastet. Hier, Entschuldigung. I need a lover. Yes. You close your eyes, letting the chill wind clear your head. You hear a voice behind you. Your hair blows wildly about your face. I put my hands on your waist, as if we were going to kiss. Close your eyes. Slowly, I raise my hands, arms outstretched, and they meet yours. Fingertips gently touching. Then our fingers intertwine. I wrap my arms around you from behind. And we kiss like this.
with your head turned and tilted back. Genau, also da sieht man eben, dass das einfach ein Modus für die Zuschauer, Zuschauerinnen, diesen Geschichten, die durch den ganzen Abend über erzählt wurden, konnte man einfach folgen, ohne selbst involviert zu sein. Und dann gab es eben einen sehr anderen Modus, den sogenannten Lover Mode. Was? Lover Mode? Flirt Mode? Ja. Bar Mode? Genau, den ich gerne kurz noch zeigen möchte. So, hier. Finally, you are surrounded by lovers. Will you become a lover yourself? Forget to rate your lover. Genau, also ich habe jetzt immer Angst, schon viel zu lange gesprochen zu haben. Was man hier einfach sieht, ist, dass es das wiederum Modus ist, in dem man in einem ganz engen oder in einem Gespräch mit den Zuschauerinnen, den Zuschauern ist. Und das Ganze mündet dann potenziell, auch abhängig von dem Engagement der Zuschauenden, in einer Simulation. Das heißt, das ist dann wirklich eine One-on-One-Situation, die man mit einem Lover hat. Genau, vielleicht einfach mal nur als Beschreibung und nicht in der Dokumentation in Anbetracht der Zeit. Du hattest jetzt selbst das Wort schon mehrfach erwähnt, immersiv. Das ist ja eines der Buzzwords zurzeit. Immersion, gemeinhin wird das so als Unterkategorie von interaktiver Kunst empfunden. Du hast so gesagt, gibt es bei Perfect Romance auch eigentlich perfekt die Option, handlungsentlastet dem Ganzen beizuwohnen, gar nicht interaktiv zu werden. Wie gebraucht ihr diesen Begriff immersiv für eure Kunst? Was meint es denn im Speziellen? Also ich glaube, was man hier ganz deutlich sieht, ist, egal wie handlungsentlastet man ist da immer drin. Also man ist immer Teil des Settings, man ist immer Teil des Narrativs, immer Teil der Geschichte. Und es gibt eigentlich kaum ein Verhalten, das man darin als Zuschauerin oder als Zuschauer haben kann, das einen aus der Fiktion schmeißt. Alles ist immer integriert oder integrierbar. Uns ist es tatsächlich noch nie passiert, dass es ein Zuschauer oder eine Zuschauerin geschafft hat, irgendwie diese Fiktion zu crashen auf eine Art. Und ich würde sagen, Immersion auch ganz basic als eine Form von Theater, in der die Zuschauerinnen und die Zuschauer wirklich reingesogen werden, wo es nicht mehr die Unterscheidung, die Trennung von Bühnenraum und Zuschauerraum gibt, als ein Raum, der wirklich funktioniert über alle Sinne, über Geruch, über Haptik. Mein Körper steht in dem Raum, in der Fiktion, ist Teil der Fiktion und verwirklicht diese Fiktion auch mit. Und ich glaube, was schon vielleicht das Besondere ist an den jetzt neueren Arbeiten von uns, dass es eben darin trotzdem sehr unterschiedliche Modi geben kann. Dass der Modus nicht nur der ist, ich bin immer verwickelt in Gesprächen mit Performenden, sonst läuft vielleicht das ganze Ding auch nicht, sondern es gibt durchaus auch einen Modus, der ist, ich sitze da drin, ich sitze innerhalb dieses Settings und beobachte und bin darin aber auch Teilnehmer, Teilnehmerin. Jetzt würde ich Leif Rand gerne ins Gespräch reinholen. Ich habe über eine Lesung von 2011 in Hildesheim gelesen, die war an und für sich recht konventionell wohl angelegt als Lesung, aber drumherum gab es ein Setting so von Strandsand und Meeresrauschen und ein Bodybuilder machte so Hantelübungen. Also da sehe ich, es gibt schon so ein in ihrer Kunst schon Form auch an Inszenierungsidee der eigenen Kunst. Was aber genau hat jetzt den Ausschlag gegeben, zu sagen, ich gehe da ins Theater mit rüber und versuche mit diesen Lifestyle-Welten, die die Agency vor Augen hat, mich zu verschalten und dort doch eben nicht mehr jetzt nur ein Autorskript linear vorzulegen, sondern auch Offenheit zu schaffen für eben diese 1-zu-1-Situationen, nur Figuren grob anzulegen, die dann in spezifische persönliche Situationen geraten. Ich glaube, das, also Entschuldigung erstmal für meine angeschlagene Stimme. Bisschen wie so ein Bot.
aber also drüber hinweghören einfach. Jedenfalls, ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war eigentlich die Kontaktaufnahme letztlich von Agency und dass ich die Arbeit dann gesehen habe. Love Fiction war die erste Arbeit, die ich gesehen habe. Und ich würde was ergänzen wollen zu dieser Frage der Immersion, weil es klingt jetzt viel anstrengender, als es eigentlich ist, weil die Agency-Abende sind eigentlich, man kann sich dort recht entspannt aufhalten und es auch, man kann sich fast doch davon berieseln lassen. Man ist halt nur unmittelbarer berieselt, dass jetzt der Schauspieler einem gegenübersteht, mit einem spricht. Aber nimmt dann auch, man ist nicht so sehr in Handlungen gedrängt, man kann eigentlich recht passiv da so durchfloaten. Und das ist eigentlich ein Zustand, den ich hatte eigentlich gedacht, dass mir das gar nicht, also von meinem Grundnaturell her, dachte ich, das wird mir überhaupt nicht gefallen, so eine Art von Theatererfahrung. Und dann war ich aber sehr positiv überrascht, dass ich an Love Fiction, hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Und dann war die Frage, die hatten vorher mich gefragt, ob sie Materialien aus Planet Magnon benutzen dürfen, also vor allem den Ideenraum, sich daran anlehnen, auch eine Art Kollektiv erfinden, was auch aus dem Roman stammen könnte. Und da fand ich erstmal interessiert, ja natürlich, also weil man natürlich das nochmal anders weiter kommuniziert an das Buch, wenn dann sich eine andere Kunstform drauf bezieht, so, und das hat dann, und die Art und Weise, wie es umgesetzt war, hat mir eigentlich sehr gut gefallen, dass ich so dachte, okay, ist wirklich die Stimmung, eine Stimmung aus dem Roman ist in diesem Theaterstück. Und dann war dann klar, okay, dann kann man es versuchen, mal eine Kooperation versuchen. Also es ist so dann eher auch eine Art von Experiment, dass man das, eine andere Arbeitsweise, die schon weit davon weg ist, natürlich jetzt seine geschlossene Fiktion zu bauen, die man komplett unter Kontrolle hat und man ist zu Hause und irgendwann Jahre später wird dann darüber Kommunikation passieren und wenn man jetzt natürlich einen Text einem Schauspieler gibt und das, ich habe nicht viel Vorerfahrung mit Theater und das ist dann im schlimmsten Fall halt verstörend, dass man sagt, okay, die sprechen das ganz, ganz falsch und das funktioniert ja gar nicht. Aber der besten Fall ist aber auch einfach, kriegt es eine neue Lebendigkeit, so die ich jetzt aus dem reinen Prosa-Schreiben dann sonst nicht kenne. Wir hatten gerade das Stichwort Mordwende auf die jetzige Situation bezogen, weil du warst selbst als, wenn man so will, Backstage-Performer mit in der Produktion drin und hast sozusagen einen Romantic Bot simuliert. Warum habt ihr den nicht programmiert? Also wo lag der Reiz, sozusagen als Künstler einen Bot zu imitieren? Ich glaube tatsächlich, dass man es noch, der Bot ist mir irgendwie ganz gut gelungen. Das hat erstens, also ich glaube, also sicherlich, ein paar Sachen waren wirklich, die hatte wirklich immer, also sehr leicht programmierbar. Das sind so bestimmte romantische Videos, die ich abgefilmt hatte, also so zum Beispiel eine Szene aus Top Gun, so ein Liebesgeständnis aus Top Gun und andere aus so 90er, Nuller Jahre Hollywood Liebesfilm-Klassikern, so kurze Clips, die könnte natürlich sehr gut auch ein Bot automatisiert rausschicken, genauso wie so ein paar vorbereitete Nachrichten. Aber dann gab es teilweise wirklich ganz lange Threads. Eine Stunde lang habe ich mit einer Person, die dann gar nicht mehr in dem Stück war, sondern tags zuvor im Stück war, hat dann während des Stücks sich gemeldet und dann gab es einen sehr langen Dialog über alles Mögliche. Aber aus dieser, die Haltung des Bots war dann, wenn ich so im normalen Leben vielleicht irgendwie auf was sarkastisch reagiert hätte, war es das. Aber da dann, so man wusste, man bleibt jetzt nett und versucht der Person zu schmeicheln. Und das hatte dann sich angefühlt wie so eine sehr humane Dienstleistung, die tatsächlich so, es war auch schön, diese Rolle anzunehmen, also diese Figur des Bots, damit weiter zu verwachsen und einfach jemandem eine gute Zeit durch Textnachrichten zu geben. Und wie wurde das abgebrochen? Also, meistens lief es dann darauf raus, dass dann man sich eine gute Nacht gewünscht hat oder so. Also einige Dialoge waren halt kurz, also teilweise dann wurde nur so ein Stichwort gegeben, beispielsweise Bad Romance. Und dann habe ich eine Nachricht geschrieben, die zum Thema Bad Romance passt oder zum Breakup. Und dann manchmal ist ein Dialog in Start und manchmal ist es mehr so, dass die Person eigentlich wirklich nur bespielt werden wollte. Und dann hat sie eher, soll ich was vorlesen? Ja. Ganz kurz so ein. Ich habe die vorhin nochmal gesichtet auf dem Weg hierher. Und habe eigentlich einen gefunden, oder auch mehrere, die ich eigentlich noch ganz schön finde. Also die Nachricht kommt, will you be my secret lover, mit deinem Herz? Und dann ist die Antwort des Bots, für diesen Abend sehr gern, vielleicht auch darüber hinaus, das hängt von unserer Elektrizität ab. Bist du momentan in jemanden verliebt? Muss ich ein Secret sein? Ja, es muss Secret sein, psst.
unsere Situationen gleichen sich. Das Ding ist, dass ich eigentlich zufrieden bin, aber ich kriege dich trotzdem nie ganz aus meinen Gedanken. Gestern habe ich geträumt, dass wir uns auf einer Party begegnen. Ich war so eifersüchtig, aber am Ende hast du mich getröstet. Vielleicht finden wir einen Weg, in dem wir verbunden bleiben, ohne das, was gut ist für uns beide, aufgeben zu müssen. Vielleicht können wir uns am Wochenende im Englischen Garten treffen. Ja, das wäre so schön, aber dann weiß ich, es geht nicht. Es ist so schön, was du sagst und wie du es sagst, aber es geht nicht. Der Bot antwortet, es tut weh, aber du hast recht, natürlich. Ich wünsche dir, dass du glücklich bist. Pass auf dich auf. Wo bist du? Ich sitze im Perfect Romance Headquarter in Hamburg. Blick auf den Hafen. Niemand sonst ist im Büro. Und dann gab es keine Antwort mehr. Erster Moment echter Lyrik bei Theater und Netz. Nach 6 Jahren sind wir da angekommen, dass wir nicht nur über Kunst reden, sondern auch Kunst machen. Es setzt ja so ein gewisses Maß an Fiktionskompetenz bei der Kommunikationspartnerin oder dem Kommunikationspartner dieses Bots voraus, das dann auch irgendwann abreißen zu lassen und zu checken, okay, ich kann jetzt nicht ewig irgendwie so eine Art digitale Romance. Ich habe die SIM-Karte länger nicht mehr reingesteckt, vielleicht gibt es da auch Anfragen, aber ich habe es. Okay, das wäre nämlich jetzt meine Frage wieder an die Seestadt-Saga, die ja relativ prekär auch damit spielt, wie weit können sich diese Fiktionen eigentlich ausdehnen? Und welche Konflikte produzieren die eigentlich, wenn die in den öffentlichen Raum gehen? Also es gab, haben wir im Vorgespräch drüber gesprochen, Leute, die sich in der Seestadt real verarscht fühlten, weil die dachten, dass diese politische Liste eigentlich ein veritables Angebot ist, bei dem sie mitmachen könnten, bis sie irgendwie darauf stießen, dass das Theater ist. Welche Verantwortung übernimmt man denn da als Theatermacher auch, den fiktionalen Rahmen im Bewusstsein zu halten oder ihn an einem bestimmten Punkt zu kommunizieren? Auf welche Konflikte seid ihr gestoßen vor? Ja, also verarscht ist, glaube ich, ein bisschen überspitzt. Also das haben wir dann sozusagen. Das waren deine Worte. Naja, ja, genau. Aber wir haben das so ein bisschen forciert, weil das ein Grund sozusagen war, um abzubrechen. Also wir haben sozusagen eigentlich so Gründe gesucht, sie vergrößert und haben sozusagen das dann fiktiv als Abbruchgrund der Serie kommuniziert. Also eben, weil man diese Realität und Fiktion nicht mehr trennen konnte. Weil es Beschwerden gab, weil jemand im See ertrunken ist, was sozusagen da in der Seestadt tatsächlich ein schwieriges Thema war, weil es tatsächlich im Sommer, erst letzten Sommer, 2 Menschen da im See ertrunken sind. Das ist ein sehr kleiner See, also so wirklich ein künstlich angelegter See. Man weiß auch nicht genau, warum das dort passiert ist, aber es ist so ein heikles Thema. Das haben wir auch bewusst ausgelassen, bis hin sozusagen dann zum Abbruch. Aber es gab natürlich Leute, also bei uns war sozusagen die Besonderheit, dass viele nicht wussten, als sie auf der Gründungsveranstaltung zum Beispiel von der Liste Seestadt gelandet sind, dass das nicht wirklich eine Bewegung ist, die es jetzt nicht echt gibt. Es gab aber natürlich auch welche, die das über die Theaterkanäle erfahren hatten, die ganz klar wussten, ich betrete jetzt sozusagen einen fiktiven Raum. Wir haben versucht, da behutsam damit umzugehen. So. Also es gab so Sonderfälle, wo dann auch eine Stadtpolitikerin da aufgetaucht ist und so, die wurde dann sozusagen spätestens am nächsten Tag angerufen und darauf hingewiesen, dass es jetzt nicht echt ist, wir wollten jetzt keine Leute bloßstellen oder blamieren oder so, aber es war ein sehr eigenes Gefühl da und es ging uns halt auch inhaltlich genau über sozusagen dieses Verschwimmen dieser Grenze. Dann natürlich auch sozusagen immersiver Raum mit eben der Besonderheit, dass wir ihn sozusagen an der Türschwelle halt nicht kommuniziert haben und dadurch es sozusagen eine Durchmischung gab von Leuten, die Bescheid wussten, Leuten, die nicht Bescheid wussten. Es war einfach klar, dass die Performer, wie immer in so auch installativen Arbeiten, nie aussteigen, also nie aus der Rolle gehen. Das heißt, wenn sie sozusagen mit der U-Bahn in die Seestadt gefahren sind und sie steigen aus der U-Bahn aus, waren sie klar sozusagen in Character. Es gab auch Interviewanfragen, es gab auch während der Zeit keine Interviews mit dem Schauspieler, sondern immer mit der Figur. So. Bis dahin, dass wir dann manchmal auch nicht selber wussten, ob die Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt da sind, jetzt nur so tun, als wüssten sie es nicht oder es wirklich nicht wissen. So, also wir haben es dann teilweise auch verarscht gefühlt, wenn man es so nennen will. Und teilweise bis heute auch noch nicht rausgefunden, ob sie es dann wussten oder nicht. Es gab einzelne Mails dann, die dann gesagt haben, nach dem dritten Stammtisch, die es dann rausgefunden haben, das wäre jetzt aber nett gewesen, wenn ich mir das vorher gesagt hätte. Jetzt bin ich schon 3-mal zu einem Stammtisch gekommen. So. Aber das waren gute Gespräche an diesem Stammtisch. Und die sind auch sozusagen in die Story dann eingeflossen zum Teil.
Ja, ich habe direkt eine Frage dazu. Würdest du sagen, dass quasi die digitalen Medien oder die Webserie oder was auch immer ein besonders geeignetes Mittel ist, um diese Grenzen zum Verschwimmen zu bringen? Also weil du meintest, es ging darum, die Grenze quasi von Realität der Fiktion und realer Realität oder so zu durchkreuzen. Und würdest du sagen, das funktioniert über diese Medien besonders gut? Ja, glaube ich, aber vor allem glaube ich in der Mischung dadurch. Also man hat es dann so gemerkt an der Pressekonferenz, die wir sozusagen zum Abbruch der Serie gemacht haben, war natürlich sozusagen die Medienaufmerksamkeit sehr groß. So. Also vom Fernsehen, Radio, alle waren an dieser Pressekonferenz und es blieb so ein bisschen offen. Also ich glaube, die meisten dachten schon, irgendwas stimmt da nicht, also das wird nicht wirklich abgebrochen oder ist es jetzt ein Teil, aber aufgelöst haben sie es auch nicht so. Und es gab tatsächlich auch Medien, die wirklich reingefallen sind und das bedauert haben, dass da jetzt abgebrochen wird und so gesagt haben, jetzt haben sie kalte Füße, jetzt brechen sie da ab, das müsste man doch jetzt eigentlich weitermachen und so. Aber es war sozusagen immer so eine Mischung aus beidem. So, aber ich glaube, dass die digitalen Medien oder Social Media das befördern kann. Und wir haben das ganze Konzept auch entwickelt sozusagen, unter der oder über der Folie des österreichischen Wahlkampfs, wo es ja auch so ein kleines Skandälchen, jetzt verglichen mit Amerika vielleicht wirklich Skandälchen gab, wo es halt egal von welcher Seite, von rechts und von links, Fake-Facebook-Seiten gab, die sozusagen auch Fake-News, Fake-Meldungen fabriziert haben, um der anderen Partei zu schaden und so weiter. Das ist natürlich auch genau da entstanden. Und dann auch diese amerikanische Untersuchung, die sozusagen diesen Fake-Meldungen eine 70% höhere Wahrscheinlichkeit zuschreibt, sozusagen auch verbreitet zu werden und so weiter. Also es war sozusagen genau, als wir die Story entwickelt haben, war das genau unter dieser Folie, die uns gerade umgab. Da würde ich vielleicht auch für die Perspektive des Ganzen, das ist ja ein Experiment, nachfragen, diese Pressemitteilung, die ihr verschickt habt, eigentlich über einen sehr traditionellen Kanal. Die Seestadt-Saga wird abgebrochen, hat für starke Aufmerksamkeit gesorgt, so wie ich das wahrgenommen habe. Viele meiner Kritikerkolleginnen in Wien sind überhaupt darauf gestoßen. Das Social-Media-Experiment, wenn man schaut, jetzt, wie viele Leute haben sich angefreundet mit denen auf Instagram, das ist, würde ich sagen, als relativ überschaubar. Das heißt, wie schätzt ihr ein, wo würde man bei einer Neuauflage eines solchen Projekts weitergehen? Wie würde man irgendwie da noch diese Story dichter oder vielleicht auch eine größere Publikumsgruppe kriegen? Und ihr habt, soweit ich das gesehen habe, nicht mit jetzt Influencern oder so gearbeitet im künstlerischen Team. Ist das eine Option für euch? Ist das interessant oder warum habt ihr das ausgeschlossen? Naja, das ist immer so eine Frage, also die ersten Fragen, die immer so kamen, so wie viele Klicks habt ihr, wie viele Likes habt ihr, wie viele Leute sind drauf, das war tatsächlich nicht so ein, also ich würde sagen, als künstlerische Leiter eines Hauses, hat man natürlich sozusagen auch Zuschauer im Kopf, aber es war ja bewusst auch ein Projekt, wo es nicht um Auslastung geht oder um sozusagen Quote, sondern um dieses Experiment. Aber das hat sozusagen immer alle interessiert. Also, und ich glaube, das ganze Projekt war nicht darauf angelegt, ein massentaugliches. Dafür war, glaube ich, auch sozusagen die Story zu komplex. Man musste auch wirklich viel dafür tun. Also diese Filmchen, von denen ich erzählt habe, haben schon so in 10 Minuten immer so die Woche zusammengefasst, aber die reichen eigentlich auch nicht aus, um sozusagen wirklich die Komplexität zu verstehen. Das heißt, der Konsum dieser Serie hat sich extrem unterschieden von so einem Serienkonsum einer amerikanischen Serie, wo ich die DVD einlege oder ins Internet gehe und mir diese Filme angucke und eigentlich alles darüber weiß. Zumal ja die Social-Media-Kommunikation noch wesentlich fragmentierter ist. Ne? Also natürlich. Diese Filme sind ja der Versuch, irgendwie da eine Kohärenz zu stiften. Und wenn ihr jetzt mit so einem starken Kohärenzmodell rangeht, nämlich wirklich zu plotten, ist das ja eine immense Herausforderung eigentlich für eine Social-Media-Serie. Also wenn man jetzt punktueller sozusagen einfach, ich nutze jetzt mal den Begriff als Metapher, so installativer vorgehen würde, dass man Figuren eigentlich nur so hinstellt, ohne die in eine komplexere Geschichte einzubauen, wäre das ja wahrscheinlich leichter zu vermitteln. Ja, kann sein. Also ich meine, dass sozusagen in dem dritten Teil, der jetzt ja eine klassischere Theaterarbeit wird, wo sozusagen jetzt die ersten zwei Staffeln da auch in die Bühnenarbeit sozusagen einfließen, ist es sozusagen dann wieder einfacher zu kommunizieren, wenn man das halt kennt. Ich glaube, dass die Leute, die das verfolgt haben, sozusagen auch erst rausfinden mussten, gemeinsam auch wie wir, wie man das sozusagen überhaupt kommunizieren kann, weil es passiert halt in Echtzeit. Das heißt,
heute passiert was, aber vielleicht reagiert auch eine Figur erst zwei Tage später. So, und ich kann sozusagen nicht, ich habe nicht diesen Thrill, dass ich jetzt so 10 Minuten dran bin und es saugt mich total rein, sondern es passiert irgendwas und ich weiß die Hintergründe erst später oder erst in der nächsten Staffel. So, weil sich das wirklich sozusagen auf diese Echtzeitblase ausdehnt. Und man muss auch dazu sagen, dass es schwer feststellbar ist, wie viele Leute tatsächlich sozusagen es geguckt haben oder sozusagen die Serie verfolgt haben, weil man musste sich mit den Figuren ja auch nicht befreunden, weil es waren alles öffentliche Profile, also du kannst einfach draufgehen, du kannst auf die Website gehen, da waren die Klicks, also die sozusagen die Leute höher, das waren so ein paar tausend Leute, die sozusagen die Staffel verfolgt haben, so im Gesamten glaube ich irgendwie so 8000, die regelmäßig, also von unterschiedlichen IP-Adressen darauf zugegriffen haben, aber zum Beispiel auch bei dem Abbruch der Pressekonferenz dann ist sogar kurz der Server irgendwie in die Knie gegangen, weil dann plötzlich irgendwie alle drauf geguckt haben. Da hat man eigentlich schon, hat sich so das System eigentlich so ein bisschen selber entlarvt. Da gab es natürlich dann auch Meldungen, die wieder die ganze Story so ein bisschen zusammengefasst haben. Das heißt, man konnte dann, viele haben erst im Nachhinein dann geguckt, was da eigentlich los war. Bevor ich dann ans Publikum gebe, würde ich gerne noch fragen, so aus der Tradition des deutschen Bühnenkunst heraus, geht ja oft so die Adorno-Alarmglocke an, wenn man so hört, immersive Kunst, Eintauchen in Lifestyle-Erlebniswelten. Wie begegnet ihr dem Vorwurf, dass da eigentlich nur etwas verdoppelt wird, was im Kapitalismus eh aller Orten stattfindet, nämlich Eintauchen in spezifische markenförmige Produkte? Also ich würde mich, glaube ich, erstmal dagegen verwehren zu sagen, die Welten, die wir bilden, sind eine Verdopplung. Also es funktioniert nicht, sondern ich würde sagen, die Welten, die wir bilden, sind eine Konzentration, sind eine Verdichtung und sind eine Überzeichnung. Und natürlich geht es um Eintauchen und gleichzeitig geht es für uns extrem darum, Paradoxien und Ambivalenzen in dieser Welt zu erzeugen, die eigentlich wieder eventuell zu einer Distanzierung und zu einer Reflexion führen. So, und ich glaube, allein damit zu argumentieren, das sei eine Verdopplung, funktioniert für mich überhaupt nicht, weil ich glaube, keine künstlerische Arbeit, und zwar egal, ob die immersiv ist oder ob das ein Theaterstück ist, ist eine Verdopplung, sondern es ist eine Setzung, die in der Darstellung erstmal eine Wirklichkeit kreiert. So. Und die ist unterschieden. Und der Grund, warum wir uns für diese Form entschieden haben und immer wieder entscheiden, ist schon, dass wir glauben, sie hat extrem viel mit unserer Zeit eben zu tun und wir glauben, dass in der Verdichtung eben durchaus Sachen in eine Sichtbarkeit gebracht werden können. Und wir glauben auch, dass sie antwortet eine Ambivalenz, in der wir uns sicherlich heute befinden, und zwar tagtäglich. So, und die immersive Form antwortet darauf, weil ich würde sagen, sie eröffnet die Möglichkeit, in Ambivalenz, so einen Abend sehr stark in Ambivalenzen zu öffnen und weniger in klaren Antworten, so als sehr kurz, wirklich sehr kurze Antwort auf eine doch irgendwie sehr komplexe Diskussion, die da geführt wird. Ja, ich glaube, anhand des Beispiels mit der Textnachricht, da merkte man ja, dass der Rezipient, in dem Fall der Mit-Messenger, der Messenger-Partner, ja dann auf eine Art mitspielen muss. Und das ist ja ähnlich bei den also zumindest gedanklich mitspielen, und das ist, glaube ich, dann auch schon so ein Punkt, der darauf verweist. Natürlich, wenn man das jetzt nur 1:1 aufnimmt, diesen teilweise einlullenden Wohlfühlspace, den die Agency eigentlich in der Regel schafft, auf irgendeine Art und Weise, der aber auch ein bisschen was Unheimliches hat, dann kann man denken, ja okay, es ist so ähnlich wie im Apple Store oder so, das kenne ich. Ich fühle mich jetzt wohl oder nicht wohl, das ist natürlich, wenn man das so, aber in der Regel denken die Leute dann darüber nach, warum ist das so, also es ist so eine, wie soll ich sagen, tatsächlich natürlich eine gewisse Mündigkeit ist so verlangt, damit es produktiv wird, dass die Erfahrung in diesem, eine Agency-Theater-Erfahrung zu machen. Aber sie wird auch, also glaube ich, liegt sehr nahe, dass die auch getriggert wird dadurch. Die Seestadt-Saga geht ja, vielleicht dann wirklich noch näher an Adorno, sehr explizit damit, um die mediale Situation irgendwann offenzulegen, nämlich in diesem Eklat,
Ja, Leute können nicht mehr genau unterscheiden, ist es echt, ist es nicht echt. Dann legt man es quasi produktionsseitig offen. Ihr habt eine ganz andere Strategie. Also es ist ein ganz unkathartisches Theater eigentlich. Ne? Es geht nicht darum, dass jetzt der Zuschauer irgendwie so das Erlebnis der Negativität, der Differenz oder so erlebt. Was ist das für eine neue Poetik? Ist das eine postpragmatische Poetik? Ja, ja, könnte man bestimmt so beschreiben, wenn man das mit Live-Rands Begriff der Postpragmatik irgendwie fassen möchte. Ich glaube schon, dass es erstmal, tatsächlich weiß ich noch sehr genau, bei unserer ersten Arbeit ging es um die Frage, machen wir einen Bruch innerhalb der Fiktion, und haben uns dagegen entschieden und haben uns seitdem dagegen entschieden. Und ich glaube schon, weil unser Eindruck ist, dass die Frage nach einem Außen sich für uns, das ist für uns weniger produktiv, die zu stellen, sondern für uns, ich glaube, wir erzählen mehr über Welten oder über die Frage, wie Welten, in denen wir uns heute bewegen, gebaut und konstruiert sind, wenn wir die geschlossen halten, weil ich glaube, damit gehen wir, auch in unserem Alltag sind wir damit sehr viel konfrontiert quasi, eben immer wieder einzutauchen in perfekt designte Welten auf eine Art. Und ich glaube schon, dass in dieser Überzeichnung, gerade dieser Geschlossenheit, eventuell die Bedingungen der Konstruktion auch gerade sichtbar gemacht werden können. Und das andere, quasi die Frage danach, warum kein Drama vielleicht, würde ich auch sagen, dass wir vielleicht eher umgehen mit manchmal auch einer sehr manipulativen Form von Soft Power oder von sanfter Erregung, weil auch das, glaube ich, ist was, was uns vielleicht an sehr vielen Stellen sehr bekannt vorkommt aus anderen gesellschaftlichen Bereichen. Und die Tatsache, dass vielleicht die Lover einen hier ständig freundlich anlächeln und versuchen, quasi in die Narrative zu ziehen, ist vielleicht nicht weniger gewaltvoll als die sehr explizite, drastische, als der Eklat oder so. Und in der Überzeichnung gelangt es eventuell in eine Sichtbarkeit. Hoffentlich. Ich möchte das Publikum hereinholen. Gibt es Fragen an die Gruppen, Nachfragen zu den Projekten? Ich habe eine Frage, und zwar ein bisschen meinen Vorurteilen gegenüber immersiven Theater, vielleicht mal Informationen zu bekommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel richtig verstanden habe, bei der Seestadt-Saga wurden virtuelle Charaktere im Social-Media-Raum erzeugt, die wurden dann mehr oder weniger auf die Realität losgelassen, und im Perfect Romance wurde ein Raum geschaffen, der sehr viel über die Atmosphäre gearbeitet hat. Ich würde mal gerne wissen, wie weit habt ihr, auch finde ich sehr interessant, dass auch ein Autor natürlich da ist, das ist sehr wichtig, wie weit wurde die Sache dann sozusagen, wenn sie in Realraum dann auch umgesetzt werden soll, dass der Zuschauer dazukommt, erwartet, dass der Zuschauer auch sozusagen Input gibt? Oder wie weit ist die Vorbereitung, die Vorstrukturierung des Abends dann sehr wichtig? Also wie weit kommt der Autor hin, der dann eine Handlung vorgibt? Oder ist alles sozusagen, schauen wir mal, was passiert, wenn der Zuschauer dazukommt? Ist jetzt zuerst eine Frage, die Sie schon... Ja. Blau. Komplexe Frage. Also es ist vorgegeben, aber es ist eigentlich, unterscheidet sich gar nicht so groß von der realen Situation. Also die Schauspieler hatten sozusagen auch Phasen mit den Autoren zusammen, die jeweils für die Figur geschrieben haben, wo sozusagen der Charakter entwickelt wurde. Das heißt, die waren sozusagen so gebrieft, dass sie gerade zu biografischen Fragen einfach sofort eine Antwort wussten. Das heißt, die konnte man loslassen, auch auf Zuschauer. Der Rahmen war gescriptet oder geschrieben. So. Aber gerade bei den Events, wie zum Beispiel in den Stammtischen, den wir erwähnt haben, war sozusagen der Charakter oder der Schauspieler gebrieft, was er sozusagen da diskutieren sollte. Aber es war natürlich offen, was die anderen sozusagen für Gegenargumente bringen oder wie sie diskutieren. Und das war komplett offen. Also das konnten wir nicht vorbereiten. Bei einer Gründungsveranstaltung ist es natürlich anders. Also die Rede ist gescriptet. Was danach passiert, wenn man beim Gespräch sozusagen noch ein Gläschen Wein trinkt, das war natürlich dann wieder nicht gescriptet. So haben wir eigentlich jeden Event vorbereitet. Es gab dann natürlich auch so bestimmte Handlungselemente, die während des Events passiert sind, die sozusagen die Handlung weiter vorangetrieben haben. Die waren auch gescriptet, aber die ganze Interaktion mit den Zuschauern nicht. Dazu gab es dann auch immer im Writers Room immer die täglichen 2 bis 3 Stunden,
wo das sozusagen wieder aufbereitet wurde und geguckt wurde, wie kann jetzt die Figur sozusagen mittelfristig darauf reagieren. So sind sozusagen einfach bestimmte Zuschauerreaktionen eingeflossen in die Entwicklung der Figur. Oder zum Beispiel eben um das Beispiel des Politikers, dieses Jungpolitikers zu nehmen, der war Anfang sehr linksliberal eingestellt, sehr naiv auch in seiner Art. Er wollte sich einfach politisch engagieren. Deswegen war das auch alles relativ realistisch. Aber in den Diskussionen haben wir sozusagen die Themen, die dort auch Thema sind, nämlich die Sicherheitsproblematik. Es wurde dort eingebrochen. Es gibt auch, man glaubt es kaum, eine Ausländerproblematik dort in dieser Satellitenstadt. Also eigentlich ein kleines Biotop, das die gleichen Probleme und Konflikte hat wie jede europäische Großstadt, glaube ich. Und das ist dann sozusagen eingeflossen. Das konnten wir schon so ein bisschen vorscripten, weil wir relativ lange recherchiert haben, also was die Themen dort sind an dem Ort. Aber das ist eigentlich passiert. Also man konnte eigentlich zugucken, wie sich sozusagen der Charakter verändert hat, weil es eben auch Interaktionen mit den Zuschauern gab und die ihn auf bestimmte Probleme aufmerksam gemacht haben, die er sofort eher verwendet hat in einem immer populistischeren Methode. Ich würde sagen, bei Perfect Romance hatten wir ganz klar das Skript, also weil es darum auch ging, weil es ging um das Skript der romantischen Liebe und um die Sichtbarmachung davon. Das heißt, wir hatten wirklich 1:1 Situationen, die sehr unabhängig davon, was der Zuschauer, die Zuschauerin gemacht hat, dieses Skript gesprochen wurde, weil es auch darum ging, quasi in eine Art Digitalisierung dieser analogen Situation zu vollziehen, auch in der Spielweise so. Und da war es sehr wichtig, dass gerade die Erfahrung entsteht, mein Verhalten macht jetzt gerade keinen Unterschied in dieser 1:1 Situation und ich erlebe das fast so, wie ich einen Film oder wie ich einen Stream oder so erlebe. Das waren quasi die 1:1 Situationen. Dann gab es natürlich das Skript in den eher showartigen Momenten, auch klar. Und ich würde sagen, relevant in diesen in den interaktiven Momenten, wo die Bar geöffnet war, die Zuschauerinnen und Zuschauer mit den Lovers gesprochen haben, war eigentlich das Wording, was ziemlich gut funktioniert, nämlich sich zu entwickeln oder zu überlegen, was ist das Wording dieser Charaktere, was sind die Begriffe, die in dieser Welt genutzt werden, und zwar permanent und in der Wiederholung. Und die hatten alle Charaktere quasi drauf und wirklich intus. Das verbunden mit einer sehr spezifischen Spielweise hat dazu geführt, dass man in Dialogen sein kann und deswegen trotzdem nicht in einer Improvisation ist. Also ich würde niemals sagen, man hat da dann plötzlich improvisiert, sondern ich würde sagen, über ein bestimmtes Wording, ohne eine bestimmte Spielweise, wird immer sehr in jedem direkten Kontakt mit dem Kunde, der Kundin klargemacht, dass die Situation auch artifiziell ist, weil diese Markierung für uns auch eine ist, die relevant ist oder die wichtig ist. Dorothea Markus. Mich würde nochmal die Frage interessieren, die Christian auch eben gestellt hat. Was würde man machen, wenn so etwas außer Kontrolle gerät? Also jetzt Stichwort vielleicht bei Romance, was ist mit Stalking? Also wie könnte da so eine Sicherheitsbarriere aussehen? Oder was mich bei Thomas Schweigen noch interessieren würde, was macht man eben mit seiner vollkommen ausufernden Liste, wenn jetzt auf einmal eine Echokammer gesteuerte verschwörungstheoretische Bewegung daraus wird, es ja jetzt gerade in Österreich gar nicht so total unwahrscheinlich, würde ich sagen. Wo sind da die Sicherheitsbarrieren und ist es nicht vielleicht sogar das Idealfall fürs Theater? Maximale Aufmerksamkeit medial würde es sichern. Ja, wir haben uns tatsächlich im Vorfeld sehr stark damit beschäftigt, was machen wir, wenn das eskaliert und so weiter. Und ich glaube, dadurch, dass wir sozusagen wirklich diese täglichen Sitzungen auch immer hatten, konnten wir das irgendwie ganz gut abfedern und so. Also da gab es natürlich dann auch so bestimmte Leute, die das auch so ein bisschen forcieren wollten. Die hat man dann vielleicht, um das nicht noch mehr zu forcieren, dann nicht nochmal persönlich angeschrieben. Stichwort Stalking, gab es ganz klare Regeln, dass es sozusagen, also es gab auch Leute, die dann einzelnen Performern Avancen natürlich gemacht haben und dann deswegen immer bei diesen Events war, da gab es irgendwie ganz klar die Regel, dass keine persönlichen Daten rausgegeben werden und so weiter. Also wir haben uns damit schon so ein bisschen auseinandergesetzt. Im Großen und Ganzen hatte ich jetzt nie das Gefühl, dass es so Situationen gab, wo man so dachte, oh, das läuft jetzt aus dem Ruder. Eigentlich
hatten wir, glaube ich, so gut recherchiert, dass eigentlich genau sich das eingelöst hat oder genau diese Aufreger gab und man das im Vorfeld, glaube ich, steuern konnte. Also wir sind da nicht blind reingelaufen, sondern wir wussten auch schon vorher, wir haben mit auch den politischen Institutionen, die da vor Ort sind, mit den Stadtplanern und so weiter gesprochen, was so die Themen sind, was die Schwierigkeiten sind. Genau, diese Sicherheitsproblematik, dass es da auch Leute gibt, die sich da darüber auch produzieren und teilweise so kleine Shitstorms das auch schon produziert haben, das war uns klar und wir konnten eigentlich davor eigentlich schon überlegen, wie wir damit umgehen. Ich glaube, bei uns ist eigentlich die Wohlerzogenheit des Theaterpublikums der Schutz. Also wenn jetzt die Leute, die halt zu einer Performance von The Agency kommen, sind erstaunlich wenig übergriffig, oder? Erstaunlich, ja. Das ist vielleicht schade auch, aber es ist auf jeden Fall dann, das bisher gab es bei euch jemals gefährliche Situationen in all diesen schon 5 Produktionen gewesen, wo euch immer Nein. Natürlich Leute... Also würde ich wirklich nicht sagen und wir finden es tatsächlich auch erstaunlich, wie stark dann doch dieser Rahmen irgendwie arbeitet und funktioniert. Und ich glaube, es ist nochmal so eine andere Frage nach, wie funktioniert jetzt so eine Homepage oder wie funktionieren Social-Media-Kanäle oder so, wo ich sagen würde, bei unserer ersten Arbeit ASMI Yourself, da haben wir einen Facebook-Account und da gibt es dann zum Beispiel Anfragen, aber eher also sehr positive Anfragen, dass man das, diesen Service wirklich buchen möchte oder sowas. Während ich sagen würde, bei der Homepage, die ich ihr am Anfang gezeigt habe, das ist wirklich eine, die stärkt die Fiktion und die funktioniert im Rahmen dieser Performance als Bestätigung und Verstärkung und treibt das vielleicht etwas an die Ränder, aber wird jetzt nicht wirklich so genutzt, entwickelt keine Reichweite außerhalb dessen, würde ich sagen. Und darum geht es auch nicht. Und ich glaube, darum tauchen sowas wie Stalking oder sowas taucht darüber dann auch nicht auf. Ja, die Ästhetik lebt ja auch fast von so einer versiegelten Oberfläche. Das sind ja andere Signale als, weiß ich, bei Signal, die gesendet werden, wo die Signale durch die Ästhetik schon ganz andere sind und sozusagen latent auf Übergriff angelegt. Ich glaube, wir sind jetzt langsam am Ende der Veranstaltung. Eine Frage hätten wir noch, Zeit? Tobi Müller? Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich bin eigentlich Fan von beiden Künstlergruppen, die hier vertreten sind, von dem, was ich schon gesehen habe. Ich möchte vielleicht an etwas erinnern, was ein Missverständnis sein könnte. Auch was du gesagt hast, Christian, mit Adorno würde man hier nicht weit kommen. Ich glaube eigentlich eher, dass man mit Adorno besonders weit kommt. Oder wenn man auch an die Theatergeschichte erinnert, gab es ja immer wieder Innovationsschübe, die eigentlich von einer Art von Immersion geprägt waren, ganz unterschiedlicher Art. Also Max Reinhardt, Piscator natürlich, auch Brecht hatten alle quasi immersive Anteile, wenn man möchte. Und was heute, glaube ich, geschehen ist mit dieser Tradition, ist eigentlich eher, dass ich das Gefühl habe, dass die Position der Kritik quasi nur noch auf einer Seite ganz undialektisch stattfindet im Theater, nämlich auf der Bühne selbst. Also dass man quasi Angst hat oder den Drang verspürt, auf der richtigen Seite zu stehen auf der Bühne. Was hier passiert in den Ästhetiken, ist ja gerade, dass die Position der Kritik an den Zuschauer wieder zurückgespielt wird. Das würde ich eine dialektische Situation nennen. Das Interessante darin finde ich, wo beide Ästhetiken quasi wieder rückgebunden werden an die bürgerliche Tradition des Theaters, ist die Formulierung oder nur schon die Position des As if. Es ist vorgekommen in eurem Clip, as if you were kissing, als ob. Also das quasi eine Figurenkonzeption, die eigentlich eher herkömmlich oder traditionell ist, Anti-Performance fast, könnte man sagen, in genau diesen Ästhetiken zurückkehrt und eigentlich quasi bürgerlicher ist als das, was wir heute unter bürgerlichem Theater verstehen. Aber genau da vielleicht ja sowas ermöglicht, was ihr gerade besprochen habt, nämlich dass die Übergriffigkeit eben nicht stattfindet. Und ich glaube oder vermute, das möchte ich mal so kurz zurückspielen, dass dieses as if, also quasi die Figurenhaftigkeit eben der Performer oder ich würde sagen der Schauspieler, in dem Fall gerade verhindert, dass man diese Distanz dann auch quasi tätlich, physiologisch, übergriffig überschreitet. Also die Rückkehr der Figur quasi. Da würde ich ganz gerne eine Sache kurz zu sagen. Ich weiß nicht, ob ich Figur sagen würde. Ich glaube, ich würde Charakter sagen. Und ich würde auch nicht sagen, weil ich mit Figur doch irgendwie auch so einen psychologischen Überbau oder Unterbau oder sowas verbinde. Was ich, glaube ich, ganz interessant finde, dass ich glaube, ein Grund, warum es nicht zu diesen Grenzüberschreitungen kommt, ist tatsächlich ein realer Organisations-
Aufwand und eine reale Funktion, was wiederum sehr stark in Richtung Performance weist oder deutet, die alle Performenden in dem Raum haben und die quasi irgendwie auch eine Form von Autorität verleiht, weil man tatsächlich realerweise Aufgaben zu lösen hat, permanent, wovon auch vielleicht der weitere Verlauf des Abends ständig abhängt. Und mein Eindruck ist, dass eher eine Funktionalisierung und das Eingebundensein in eine sehr starke Funktion und das Markieren davon, was ist, was irgendwie eine Form von Künstlichkeit einführt, die zu einer Distanz führt. So, es wäre eher meine Erklärung dafür, als wieder über Figuren. Ja, aber es erzählt. Ja, aber ich glaube, es erzählt was anderes. Tobi Müller hat da eine. Kann ich noch einmal Sound haben? Ja. Tobi Müller hat da, glaube ich, eine schöne Steilvorlage gegeben. Ich glaube, das ist tatsächlich der Paradigmenwechsel. Es war so, dass die Kunst seit Brecht unglaublich stark daran gearbeitet hat, die Differenz selbst zu erzeugen und die Repräsentation in den Blick zu rücken, die Bedingungen der Möglichkeit der Repräsentation in den Blick zu rücken. Und jetzt gibt es Kunstformen, die delegieren das an die Zuschauer und setzen auf die fiktionale Kompetenz, dass die Leute erkennen, in welchem Ordnungssystem sie gerade teilhaben und nach welchen Prinzipien dieses Ordnungssystem funktioniert. Und das Risiko dieser Kunstform ist dann einzig, dass man in ganz seltenen Fällen das Gefühl hat, verarscht zu sein, weil man es da nicht erkannt hat. Ich danke für das Gespräch, ich danke für die inspirierenden Arbeiten dieser Gruppen und wir werden sie weiter verfolgen, denn sie werden weiter arbeiten. Applaus